Liebe Geschwister im Islam, ich sage euch eine frohe Botschaft. Ich sage mir, wie kann ich euch jetzt eine frohe Botschaft verkünden, obwohl wir jetzt diese Krise haben von Corona und wir bleiben zu Hause und wir dürfen nicht mehr sehr viel raus und wir dürfen nicht mehr in der Moschee zusammenkommen. Ich sage euch, die Barmherzigkeit von Allah kommt. Es kommt der Monat von der Barmherzigkeit. Ein Monat voller Barmherzigkeit kommt auf uns. Jetzt, wo wir die Corona-Krise haben, da sollte ich euch verkünden, die frohe Botschaft von Allah. Da der Prophet Muhammad gesagt hat, wenn der Monat Ramadan eintretet, öffnen sich die Toren des Himmels. Das bedeutet, hier kann jetzt jeder Dua machen und es steigen die Taten zu Allah hoch. Es öffnen sich die Toren vom Himmel. In einer anderen Überlieferung öffnen sich die Toren vom Paradies. Schließen die Toren von Höllenfeuer. Und die Satanen werden gekettet. Und in einer anderen Überlieferung, und es öffnen sich die Toren von der Barmherzigkeit. Da sollte jeder Muslim froh sein über diese Botschaft. Wann bekommt man diese Barmherzigkeit? Hier, wenn du auf Ramadan zukommst, wenn du auf die Gehorsamkeit von Allah subhanahu wa ta'ala zukommst, wenn du auf die Gottesdienste zukommst, dann verkündige dir die frohe Botschaft mit der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und in Ramadan fasten Millionen von Menschen. Jeder hat sein Dua, jeder hat seine Bitte, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns diese Krise abwendet und diese Plage aufhebt. Und deswegen ist es eine sehr große frohe Botschaft. Diese Barmherzigkeit trifft dich zu, wenn du auf diesen Rufer hörst. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn der Monat von Ramadan eintretet, dann ruft ein Rufer. O du, der das Gute will, komm. Und der das Schlechte will, hör auf. Diesen Ruf sollst du nachgehen. Dann würdest du die Barmherzigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Jetzt die Frage, wie sollten wir dieses Jahr Ramadan fasten? Und wir dürfen nicht mehr in die Moscheen kommen. Und wir können nicht zusammen Iftar machen. Wir können nicht zusammen Tarawih beten. Wir können nicht zusammen die Gebete verrichten. Das wird jetzt ganz anders sein. Dieses Jahr wird das ganz anders sein. Was sollen wir zu Hause machen? Man ist nicht gewohnt, zu Hause eine schöne Atmosphäre zu haben. Dann sage ich, erstens fang damit an. Mach deine Moschee, dein Haus wie eine Moschee. Das ist eine Sünde, die uns der Prophet Muhammad gesagt hat, dass wir in unsere Häuser sollten wir immer eine Gebetsstätte haben, also einen Gebetsplatz. Du kannst ein Zimmer oder einen Teil von Zimmer so fertigen, dass das so wie eine Moschee ist. Dass du da die Gebete verrichtest. Dass du das für die Gottesdienste benutzt. Und das kann jeder zu Hause machen. Auch außerhalb von Ramadan. Aber jetzt, wo wir in unsere Häuser bleiben sollten, dann können wir das, inshallah, einsetzen, umsetzen, die Sunna des Propheten Muhammad, dass wir in unsere Häuser einen Gebetplatz machen. Und wir können uns jetzt vorbereiten. Wir bereiten im Haus eine Atmosphäre für das Fasten und für die Gottesdienste von Ramadan. Und in diesem Haus wird Koran rezitiert, wird gefastet, wird gebetet,
Und es ist schön, dass du deine Kinder und deine Familie beibringst, die Regeln vom Fasten, die Regel vom Beten, nicht nur theoretisch. Jetzt hast du die Möglichkeit auch in der Praxis zu schauen, wo es Fehler gibt, dass du korrigierst. Du bringst deinem Sohn bei, wie er Adhan macht. Und bei jedem Gebet, pünktlich zu der Zeit, macht er Adhan. Das ist jetzt in jedem Haus die Möglichkeit. Das hatten wir nicht vorher, aber das ist auch eine Barmherzigkeit. Dass wir in unsere Häuser korrigieren, die wir vernachlässigt haben. Mach ein Programm für Ramadan. Einer ohne Plan ist immer sozusagen, holt nicht das Beste raus. Aber einer, der plant und Hilfe bei Allah sucht, diesen Plan umzusetzen, der hat immer gute Erfolg. Mach ein Programm mit deiner Familie für Ramadan. Wie ihr Ramadan verbringt, was ihr jeden Tag macht, dass ihr zusammen sitzt, dass ihr eine Sitzung habt für Koran, eine Sitzung habt für Wissen, Verstehen vom Koran, Rezitieren vom Koran, dann die Gebete zusammen machen, dann Qiyam al-Layl, Nachtgebet, beten. All diese Sachen brauchen sozusagen eine Vorbereitung und einen Plan. Und auch eine der wichtigsten Planungen. Wir sehen hier, Alhamdulillah, wenn die Leute in die Moschee kommen, sieht man die Moschee so vorbereitet, dass man nicht Sünden hat in der Moschee. Aber was ist mit unseren Häusern? Wenn du reingehst, findest du die Fotos und die Bilder. Findest du da etwas, was falsch ist, da eine Frau vielleicht sozusagen, die nicht bedeckt ist, da im Fernsehen läuft irgendwas Falsches. Das heißt, auch zur Vorbereitung von Ramadan, mach die Atmosphäre von deinem Haus, genauso wie in der Moschee, sündenfrei. Dein Haus sollte sündenfrei sein. Keine Bilder, keine Musik, keine leicht bekleidete Frauen oder Aurat, Blöße. Vor allem diese Sünden, wo sich die Menschen darauf sozusagen gewohnt haben, die sollte man von seinem Haus beseitigen. Das gehört auch zur Vorbereitung von Ramadan. Zur Vorbereitung von Ramadan gehört auch, dass man mit seiner Familie sitzt und ihnen beibringt. Die Regel vom Fasten, die Regel vom Beten und auch zur Vorbereitung von Ramadan. Wie sollten wir Ramadan mit dieser Corona-Krise umsetzen und am besten vom Ramadan profitieren? Da sage ich euch, liebe Geschwister, wir sollten an die Sunna festhalten. Wir sollten wissen, wann der Monat eintretet und dass wir in diesem Monat nur den Monat anfangen zu fasten, wenn der Mond gesehen wird. Wir gehen nicht nach Kalendern. Deswegen, wenn wir jetzt zu Hause sind, normalerweise kommt man zur Moschee und fragt man und Alhamdulillah hat man die Antwort. Jetzt, wenn wir zu Hause sind, achtet darauf, dass ihr die Sunna folgt, dass ihr die Leute der Sunna fragt in dieser Angelegenheit, dass ihr nicht mit falschen Meinungen oder mit Erneuerungen diesen Monat eintretet, in diesen Monat eintretet. Und Alhamdulillah, es ist die Möglichkeit. Ihr seid zwar zu Hause, aber ihr könnt Kontakt machen mit der Moschee. Und wir brauchen auch den Kontakt zueinander. Und ihr könnt, inshallah, fragen und immer die Fatwa, die wir befolgen in dieser Moschee, das erste Land, was den Mond gesehen hat, egal wie das, dieses Land heißt, aber der geht nicht nach Kalender, der geht nach Mondbesichtigung, wer den Mond gesichtet hat, fasst mir mit. Das ist Sunna des Propheten Muhammad. Dann brauchst du auch die Gebetszeit, die richtige Gebetszeit, damit man weiß, wann Fajr eintretet. Weil das ist der Anfang vom Fasten. Und damit man weiß, wann Maghrib ist, damit man das Fasten beendet. Und damit man auch weiß, wann Qiyam al-Layl gebetet wird, dass wir diese Zeiten haben.
sucht die richtigen Gebetszeiten, damit ihr inshallah auch das Richtige sozusagen macht bei Gebeten und bei Fasten. Auch zur Vorbereitung von diesem schönen Monat in unseren Häusern. Jetzt ist die beste Gelegenheit. Weil wir jetzt gezwungen sind, im Haus zu bleiben. Vorher, jeder will irgendwo hin. Das Kind geht Fußball spielen, der Vater geht irgendwo in Café und sozusagen verlässt das Haus. Jetzt kommt ein Gesetz und sagt dir, du musst zu Hause bleiben. Das im Ramadan, dass dir so ein Gesetz kommt, das ist eine Rahma. Da hast du keine Ablenkung mehr. Da kannst du dich konzentrieren auf die Gottesdienste, auf Koran lesen, mit der Familie zusammensitzen, Wissen erlangen. Gibt es jetzt sehr viele Möglichkeiten, auf Internet zu Wissen zu kommen. Und beschäftige dich mit dem Koran. Du und deine Familie. Nicht nur mit dem Rezitieren vom Koran, sondern mit dem Verstehen. Dass man Koran rezitiert und versteht. Dass man die Botschaft von Allah weiß. Dass man diese Übersetzung liest. Dass man den Tafsir, wenn es Tafsir gibt, was übersetzt ist, auch liest. Weil darum geht es. Das ist die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala an dich. Da solltest du den Koran mit der Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala an dich verinnerlichen. Und dann praktizieren. So ist man von Leuten des Korans. Wenn man liest und versteht und praktiziert. Sei in diesem gesegneten Monat Sahib al-Quran, min Ahl al-Quran, die Leute des Korans, die den Koran tags und nachts rezitieren und verstehen und auch praktizieren und weitergeben. Dann eine andere Sache. Eine schöne Sache von Ramadan. Ramadan ist Monat von Güte. Sei gütig. Der Prophet Muhammad war der Gütigste. Und er war am gütigsten im Ramadan. Du hast den Propheten noch nie so gesehen im Ramadan. Deswegen vergiss nicht die Spenden. Spende für die Armen. Spende für die Bedürftigen. Sei gütig in Essen verteilen, Essen geben. Du kümmerst dich um deine Familie, dass die essen. Vielleicht hast du einen Nachbar von den Muslimen, dass du ihnen auch Essen gibst, damit du die Belohnung bekommst für das Speisen von jemandem, der gefastet hat, dass du die Belohnung von ihm bekommst. Du kennst mehrere Leute, die haben keinen, der für sie kocht, kannst du für die auch was schicken und hast du Belohnung. Sei spendabel. Und das Wichtigste und das Beste und Großartigste Spende, die man machen kann, heutzutage, jetzt in dieser Krise, dass ihr die Moschee unterstützt. Die Moschee braucht euch. Und diese Spende ist wichtig für die Moschee. Früher, als die Moscheen geöffnet waren, kamen die Leute. Kamen Leute, die man nicht kannte, haben Gelder gebracht in den Boxen. Und die Moschee hat, Alhamdulillah, ihren Lauf gehabt. Jetzt durch diese Krise können die Leute nicht anwesend sein. Aber du und die Belohnung von der Spende bleibt immer. Du kannst immer noch spenden. Du kannst auf Konto überweisen. Und das ist eine Wohltat, die Allah liebt. Vor allem, du brauchst jetzt die Spende. Nicht nur die Moschee braucht die Spende, du brauchst die Spende. Die Spende ist ein Grund dafür, dass sie dich schützt von der Plage und von Krankheiten. Und deswegen sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht nur schützt, sondern die heilt dich sogar von Krankheiten. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bis sadaqat. Heilt eure Kranken durch die Spenden. Deswegen gesegneter Monat.
Wenn der Prophet Muhammad so spendabel war in diesem Monat, dann sei wie der Prophet Muhammad. Auch eine Sache, was man heute zu Hause machen kann, bei dieser Corona-Krise, dass man zu Hause sitzt und mit der Familie die Zeit verbringt, die man vorher nicht hatte. Und das ist in Wirklichkeit ein großer Khair, etwas Gutes. Nur wollte ich etwas bemerken. Manche leider, wenn sie zu Hause mehr Zeit verbringen, dann werden die Probleme mehr. Und das hat damit zu tun, dass man nicht auf die Sanftmütigkeit achtet und nicht auf den guten Charakter achtet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, O Aisha, sei sanftmütig, sei sanft. Denn Allah, wenn er einer Familie das Gute will, so wird er sie recht leiten zu der Sanftmütigkeit. Ein Zeichen, dass dein Haus Allah das Gute will, ist, wenn in eurem Haus die Sanftmütigkeit ist. Du bist sanft. Du, wenn du beibringst, wenn du einen Fehler siehst, wenn du mit jemandem redest, dass du immer die Sanftmütigkeit benutzt, den guten Charakter benutzt. Vor allem in Fastenzeit. Der Prophet Muhammad sagt, wenn der Tag des Fastens eintritt, dann soll er nicht schlechte Wörter sagen. Soll er nicht unbedacht handeln. Und wenn ihn jemand beschimpft oder mit ihm Streit macht, dann soll er ihm sagen, ich bin am Fasten. Viele denken, dieser Hadith gilt für jemanden, wenn er dich auf der Straße trifft und du redest mit ihm und der redet mit dir schlecht, dass du ihm sagst, ich faste. Und keiner denkt, das gilt auch für zu Hause. Das gilt für deine Frau, wenn du einen Streit hast mit ihr. Und mit jedem in der Familie, dass du nicht ausflippst, dass du nicht unbedacht handelst, dass du nicht rumschreist, dass du sagst, ich faste. Und so beendest du dieses Problem. Deswegen, wer sich an den Charakter des Propheten Muhammad hält, unmöglich, dass er zu Hause Probleme hat. Haltet euch an den Charakter des Propheten Muhammad. Und das ist die Akhlaq, die der Fastende haben sollte. Jeder Muslim sollte haben. Und als letztes, korrigiert eure Herzen. Richtet eure Herzen. Ramadan ist die schönste Zeit, wo du dein Herzen pflegen kannst. Und unser Herzen, Wallahi, die brauchen Pflege. Wir müssen von unseren Herzen den Hass rausbringen. Wir müssen aus unseren Herzen den Neid rausbringen. Wir müssen aus unseren Herzen die Augendealerei rausbringen. Wie wir uns verhalten bei Facebook und dass alle auf dich schauen und dass du die ganze Zeit postest, damit die Leute schauen, was du hast. Das ist ein Zeichen von Augendealerei. Auch, dass unsere Herzen sauber sind von das schlechte Denken an Allah oder das schlechte Denken an den Leuten. Dass unsere Herzen sauber sind von den Krankheiten, die in Herzen sind. Dass wir unsere Herzen sauber halten mit dem Tawhid und mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dass wir allen das Gute wünschen und die Nasiha haben für unsere Brüder. Und deswegen ist Ramadan der Monat der Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht ist im Herzen. Wenn die im Herzen ist, dann tritt sie auch auf den Körper
und auf das Äußerliche hinaus. Aber die Gottesfurcht sollte sozusagen in deinem Herzen sein durch das Fasten von diesem Monat. Möge Allah SWT uns diesen Monat erleben lassen mit der Barmherzigkeit, die Allah SWT versprochen hat an diesem Monat. Und möge Allah SWT diese Plage von uns abwenden durch die Barmherzigkeit von Allah SWT, vor allem wenn dieser gesegnete Monat kommt. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.